Schulferien in Hessen, das hält uns natürlich nicht davon ab, auch in dieser Woche ein Löwengebrüll mit unserem Partner Online Digital X zu präsentieren. Und es wird ein ganz besonderes Löwengebrüll. Ich bin froh, dass er heute hier in meiner Sendung ist. Unser Kapitän Adam Mitchell. Ja, Adam, schön, dass du da bist. Danke. Wie geht es dir und deiner Familie? Ja, mir geht es eigentlich ganz gut im Moment. Ich glaube, die ganze Familie freut sich schon auf die Sommerferien. Aber ja, es ist, ich glaube, wie viele in Deutschland jetzt, es war und ist immer noch eine andere Zeit, aber haben wir gut überlebt. Auf jeden Fall. Es war eine andere Zeit, das ist das Stichwort. Du warst ja Lehrer, Koch und vor allen Dingen auch Alleinunterhalter, also Entertainer in der Corona-Zeit bei deinen beiden Töchtern. Ist das härter gewesen als Playoffs? Ja, viel härter, glaube ich. Aber ja, es war hart und es gab viel zu tun, aber ja, es gibt so, ich war so eigentlich ein Hausmann oder Hausfrau und ja, ich muss einfach Hut ab zu allen anderen, weil es ist enorm schwer. Also du hast es jetzt mal richtig kennengelernt, ja, genau, was es bedeutet. Ja, ja, ich habe die Situation neu kennengelernt, auf jeden Fall. Und du hast auch Lehrer gemacht, also warst du ja auch wirklich gut? Ich habe jeden Tag Schule mit Emma gemacht, von morgens bis sie fertig war. Manchmal dauert es eine Stunde, manchmal länger, aber es hat auch Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, das wollen wir auch gerne nochmal zeigen, habe ich auf Instagram von dir gesehen, wie du Eisverkäufer gewesen bist. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Ice cream, here, get your ice cream. What can I get for you, young ladies? Would you like everything on it and vanilla, or everything on it and the starts of coffee? No, I would just, like I just have it for it. If you have everything on it, it's super yummy. Here. Oh, hold on, I gotta get your food ready first. I would like two glasses of water. Two glasses of water coming right up with syrup. Okay. And what would you like in your ice cream bowl, young lady? I like just the same. We have vanilla and salted caramel ice cream. The same as before. Vanilla ice cream? Yeah. The same as before. With blue and pink sprinkles? Yeah. No sauce. Or M&M's. You had M&M's last time too, right? Ja, ich finde, das hat der Adam so perfekt gemacht, liebe Zuschauer. Und wenn Adam mal zu euch kommen soll und euch ein Eis vorbeibringen kann, der diese Gewinner, der Scheiße! Da habe ich nicht zu viel versprochen, das hat der Adam gut gemacht. Und er kann auch zu euch mal vorbeikommen und ein Eis vorbeibringen. Dazu müsst ihr einfach nur ein Bild mit der Dauerkarte hier posten. Und schon seid ihr in der Lostrommel und der Adam, ich werde ihn wahrscheinlich begleiten. Wir bringen euch dem Gewinner ein Eis vorbei. Ja, das hast du noch gar nicht gewusst. Get ice cream here. Ja, genau, ja. Du kommst ja aus Port Elgin. Port Elgin. Port Elgin. Genau, wir in Ontario sagen Port Elgin. Ja, genau. Port Elgin. Port Elgin, Kanada. Feierst du eigentlich den Canada Day? Am 1. Juli ist ja der klassische Canada Day. Feierst du das eigentlich auch hier noch? Ja, natürlich. Wir grillen oft zusammen, vielleicht in normalen Zeiten mit Freunden, ein paar Bier trinken, das Grill anzünden. Ja. Oder im Bad gehen oder Schwimmbad gehen, ist auch schön. Aber meine Frau kommt aus Amerika, das heißt, dass wir muss am 1. Canada Day und am 4. Juli Independence Day feiern. Das ist ja perfekt, also besser geht es ja nicht. Aber das macht ihr konsequent auch hier weiter? Ja, natürlich. Okay, ja. Das ist hier die dritte Saison bei den Löwen, steht vor der Tür für dich. Und es soll ja eine ganz besondere werden. Das ist die Jubiläumssaison der Löwen, unser 10. Jahr und gleichzeitig die Aufstiegssaison. Das erste Mal möglich, dass der Aufstieg wieder kommen kann. Was erwartest du denn von dieser Saison? Ja, ich glaube, es wird sehr spannend. Die ganze Saison lang, wann es losgeht, dann wird es vom Anfang bis Ende sehr spannend. Ich glaube, wir haben eine super Mannschaft zusammengestellt und
die Erwartungen sind sehr hoch von uns, aber ich glaube, wir nehmen das gerne an. Wir wollen alle gewinnen, wir wollen alle Meister werden und wir wollen alle aufsteigen, auf jeden Fall. Ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und immer um den Jahreswechsel an Weihnachten sind ja immer deine Eltern auch gekommen, um dich spielen zu sehen. Ich habe ja deinen Vater kennengelernt auf der Abschlussfeier 2019 war das gewesen. Hat er eigentlich einen großen Einfluss auf deine Karriere? Ja, ich würde sagen, er hat einen sehr großen Einfluss auf meine Karriere, weil er hat für mich einfach Eishockey beigebracht, wenn ich jung war. Er war jedes zweite Jahr mein Trainer, wenn ich jünger war. Ah, okay. Und, mit wie vielen Jahren hast du angefangen, ungefähr? Mit 2, wenn ich laufen könnte, ich auch Eishockey spielen. Und dein Vater hat dich dorthin gebracht? Ja, okay. Er hat eine Eisfläche in unserem Garten jeden Winter gebaut. Eine Eisfläche im Garten? Ja, es war. Ja, das ist auch in Kanada. Gibt es da ein Bild von? Nee. Glaube ich. Das hätte ich gerne mal gesehen. Es gibt Bilder, aber ich weiß nicht, wo die sind. Ja, die sind alt. Es ist nicht so wie heute. Logisch. Aber es finde ich total toll. Im Garten wird die Eisfläche gemacht. Da habe ich jeden Tag, die ganze Winter Eishockey gespielt. Ja. Und deswegen kann ich Profi-Eishockeyspieler sein. Und wir hatten einen großen Teil davon auf jeden Fall. Was hast du noch vom Papa noch mit übernommen? Was für eine Charaktereigenschaft oder was für eine Eigenschaft überhaupt hast du noch vom Papa übernommen, die dich geprägt hat? Ja, ich glaube, die größte ist, dass Eishockey ist ein Teamsport. Mhm. Es gibt keine, oder es gibt Einzelspieler, aber wenn man Erfolg haben will, musst du als Team spielen. Es ist egal, ob du die Beste oder die Schlechteste auf dem Team sind oder bist, musst du zusammenspielen. Und ich glaube, es ist immer noch so ein großes Punkt auf mein Eishockey-Leben. Okay, ja, das stimmt. Ist also Teamplaying ist natürlich wichtig, aber wir wollen nicht vergessen, dass du auch alleine in der letzten Saison wunderschöne Tore geschossen hast. Und in unserem Rückblick sehen wir uns jetzt ein paar Traumtore an von Adam Mitchell. Das ist auch die Hoffnung der Huskies, nachdem die Löwen ja hier mit dem Anschlusstreffer gut im Spiel waren. Aber jetzt vielleicht ein Break und ins leere Tor. Der ist 3:2. Adam Mitchell, geklärt von den Löwen, was ein Pass auf Mitchell, der kommt an Mitchell, Mitchell mit der Rückhand und er macht das 5:3. Die Vorentscheidung, 2 Minuten, 14 Sekunden vor dem... Und jetzt Konter. Konter der Löwen und irgendwie geht das Ding rein. Da kam Mike Elsayat nicht mehr hinterher und dann ist es Adam Mitchell, der Schlitzohr, der hier einen Shorthander macht. Für die Gäste hier nochmal zu sehen. Irgendwie Felix Bick hatte den Schuss und kann ihn irgendwie nicht richtig festhalten. Wir sehen es hier möglicherweise nochmal besser. Jetzt kommt der Schuss und er setzt auch nochmal nach, der Adam Mitchell. Für die Gäste. Da haben sie ein wenig Raum. Sie nutzen den Platz und der ist ganz einfach drin durch die Beine von Ben Meissner. Und der Treffer, glaube ich, von Adam Mitchell. Ja, Adam Mitchell war es. Das war so ein bisschen 2 Mitspieler mitgelaufen. Adam Mitchell schießt dann aufs Tor und dann, glaube ich, ging der Puck noch an den Schlittschuh und dann... Oh, da gehen 2, bietet keiner zum Boden! Und Tor durch Adam Mitchell, der Kapitän, erhöht in der 9. McCauley legt schön rüber und Tor, das 3:0 für die Löwen Frankfurt in der 38. Spielminute. Der Puck gewinnt in der neutralen Zone, McCauley findet Mitchell. Und der lässt mit einer einfachen Körpertäuschung William zu Boden gehen und schiebt ihn dann unter ihm durch. Ja, traumhafte Tore dabei gewesen. Da kribbelt es dir sofort den Finger. Ich habe richtig gesehen, wie du mit den Füßen
mitgezuckt hast. Ja. Da würde mir doch am liebsten gleich wieder aufs Eis gehen. Auf jeden Fall. Ja. Bleibst du eigentlich nach deiner Karriere, bleibst du da eigentlich in Deutschland oder gehst du wieder zurück nach Kanada? Hast du da schon einen Plan im Kopf? Ja, ich glaube, wir fühlen uns, mich, meine Frau, unsere Kinder, fühlen wir uns sehr wohl hier in Deutschland. Ich glaube, ja, es steht kein Plan fest jetzt, ja, ja, aber klar, ja, ich würde gerne hier in Deutschland bleiben, okay, ich glaube, ja, meine Frau auch. Ja. Und ja, die beiden, unsere beiden Mädels können schon Deutsch sprechen, mhm, die lernen jeden Tag ein bisschen mehr und das ist auf meinen Sicht ein großer Vorteil, wenn die Kinder mit zwei Sprachen aufwachsen können. Ja. Und deswegen würden wir auch gerne hier in Deutschland bleiben. Würdet ihr dann auch hier in der Region, im Rhein-Main-Gebiet bleiben, hier in der Region Frankfurt? Könnt ihr euch das auch vorstellen? Ja, ja, ich glaube, ja, wie ich gesagt habe, das Region gefällt uns auch. Ja, meine Frau hat einen super Job gefunden. Und, ach ja, wo? Was macht sie? Sie ist eine Lehrerin, Mathe-Lehrerin. Mathe-Lehrerin? Oh ja, ja, gut, ja, ja. FIS, die Internationalschule in Oberursel. Oh ja, in der Internationalen Schule in Oberursel, sehr gut, ja. Ja, ja, und ich glaube, es gefällt sie sehr da, ja, dort. Und, gehen die Kinder eigentlich schon auch auf diese Schule? Nee, die sind in deutschen Schulen. Okay, gut, ja. Grundschulen und, ja, Kindergarten, ja, jetzt, ja. Aber dann kann sie ja praktisch auch den Kindern auch Mathe-Nachhilfe geben, gell? Ja, auf jeden Fall. Ich mache es jetzt, weil ich bin, ja, mit die einfache Mathe wie in dritte Klasse viel besser als meine Frau. Aber wenn, ja, es noch schwerer, ah, okay, ist, dann, ja, kann sie es besser machen. Das ist ja wirklich auch lustig. Mhm. Ja, dann wirst du ja auf jeden Fall auch erleben, wenn der The Dome bald bei uns da ist. Und meine Frage ist, vor wie vielen Zuschauern hast du eigentlich mal gespielt? Was war die größte Kulisse, vor der du Eishockey gespielt hast? Ich glaube, es war beim Winterderby in Dezember, ja, gegen Bad Nauheim. Ja, also 15.000. 15.000. Ja, 15.000. Ja, ja. Ich habe, okay, auch, ja, in Berlin, in Mannheim vor voller Kulisse gespielt. Aber ja, das sind auch immer so 14.000 dann. 14, ja, okay, 13.000, ja, aber okay, 15.000, ja, gegen Nauheim, ja, war die größte. Ja. Ja. Würde ich jetzt mal reizen, noch im Löwentrikot vor 23.000 Zuschauern zu spielen? Das ist irgendwie, ich kann es nicht vorstellen. Das ist, ja, ist unglaublich, glaube ich. Aber würde dir schon Spaß machen. 23.000 ist auf 23.000, ja. Das ist unglaublich, ja. 23.000 Zuschauer. Es wird schon irgendwann, wird es schon soweit sein. Ja, das, ja, ist. Wäre toll, wenn du dann auch noch die Mannschaft als Kapitän auf das Eis führen würdest, ja? Hoffentlich, ich, ja, drücke die Daumen, ja. Du bist ja nicht nur Eishockey-Fanatiker oder Eishockeyspieler, mhm, du bist auch Baseball-Fan. Und richtig, zwar heißt der Verein, muss ich mal auf meinem Zettel gucken, Blue Jays. Genau. Die Blue Jays. Die Toronto Blue Jays. Toronto Blue Jays. Stehst du nachts auf, wenn die, wenn das übertragen wird, weil es ist ja durch die Zeitverschiebung, wer das ja dann singst, würdest du nachts aufstehen für ein Blue Jays-Spiel? Nein, ganz ehrlich nicht. Nee. Ich finde Baseball sehr interessant, aber es ist, eigentlich ist es langweilig und würde ich nicht um 2 Uhr nachts aufstehen, ein Spiel anzuschauen. Ich gucke die Highlights den nächsten Morgen, ja, an. Ah, okay, die Highlights, okay, ja, ja. Also ich finde es ganz fürchterlich. Wann warst du das letzte Mal auf einem Live-Baseball-Spiel? Ist das schon sehr lange her? Lange her. Ja. Ich glaube, ja, ich war vielleicht kurz bevor ich in Deutschland gekommen bin, war ich ein paar Mal zum Boston Red Sox-Spiel in Boston beim Fenway Park. Okay, ja. Das war echt der Hammer, aber es, ja, ist schon lange her. Auch viele Zuschauer, oder? Ja, aber es ist das Ballpark ist sehr alt und es ist sehr interessant. Okay, okay. Und, ja, ich habe die Blue Jays dort auch gesehen, gegen Boston. Tatsächlich, ja, ja? Ah, okay, gut. Ja, dann passt es ja. Da kommen wir jetzt mal zu unserem Fangebrüll, wenn wir schon auswärtig sind. Und dort haben wir diesmal ein ganz besonderes Fangebrüll eingesendet bekommen. Und zwar von einem Vorbereitungsspiel in Glasgow. Viele können sich noch daran erinnern. Eine tolle Feier, tolle Bilder. Schaut euch das mal an. Thank you.
danke für die Einsendung. Unbedingt weiter einsenden an rüdiger@löwen-frankfurt.de. Die laden sich immer kaputt, wenn ich die Adresse falsch sage. Wir brauchen noch Material für unser Fangebrüll. Also unbedingt einsenden. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir aber, Adam, ich habe noch zwei, drei Fragen, aber vorher kommen wir mal noch zu zwei Fragen, die Jamie uns geschickt hat. Frage Nummer 1. Erdnussbutter, deine größte Schwäche? Es erste an Butter große Schwäche? Ja. Ja, natürlich. Ja? Ich kann es einfach mit der Löffel also ohne so Ende fressen. Wie andere Nutella essen, isst du Peanut Butter? Genau, ja. Kennst du Nutella, kennst du ja auch, ja, kenne ich auch. Ist es auch lecker, aber Peanut Butter ist viel Peanut besser. Bei deinen Töchtern auch? Nee, könnte man die mit Peanut Butter auch lockern oder eher mit Nutella? Eher mit Nutella. Mit ah, okay. Aber du könntest auch abends nochmal... Ohne Ende einfach mit der Löffel wie Eis Peanut Butter essen. Tatsächlich, ja. Ja. Ja, ich sag's nicht im Trainer. es ist so ungesund. Weil ach ja? Ja, es ist also das willst du mir jetzt auch noch als gesund verkaufen, Peanut Butter, ja? Peanut Butter, ja? Aber ja? Nur ja? Peanut Butter. Das ist was oh, drin. Nicht ohne Brot, ja. Nee, nicht mit viel Zucker und sowas. Oh, okay, ja. Fett, ah, okay. Nur Peanuts. Ah, okay, gut. Das ist Natur okay. Peanut Butter. Gut, interessante Frage, Jamie. Ja. Frage Nummer 2. Du hast bei einem Umzug Möbel zurückgelassen, um deinen Grill zu retten. Ich würde mich nicht wundern, wenn du mich auch für den Grill zurücklassen würdest. Ja, was ist so besonders an deinem Grill? Weil es einfach. Ja, das ist natürlich immer. Erstmal muss ich, Jamie, vielen, vielen Dank. Das ist mal eine richtig gute Frage. Also, ich will es nochmal erklären. Du hast praktisch. Um deinen Grill zu retten, hast du Möbel von euch einfach auf der Straße stehen lassen. Ja. Ja. Jetzt erstmal beantworten wir mal ganz korrekt die Frage erst von der Jamie. Würdest du die Jamie auch für den Grill an der Straße stehen lassen? Ja, aber ich würde sie ein bisschen Geld geben, dass sie einfach mit Zug fahren kann. Ah, dass sie doch schon mal nachfahren. Und jetzt vor allem mit den ja, zwei Fragen. Genau, ja. Okay. Aber was ist das Besondere an dem Grill? Ah... Weil ich habe es seit, glaube ich, 2007 bekommen als Geschenk von meinem Vater. Ja, okay, ja. Und es ist klein, es ist ein kleiner Weber-Grill, aber ja. Es kocht einfach. Perfekt, ja. Ich kenne mich sehr gut mit dem Grill aus. Ist kein Elektrogrill, ist ein richtiger ja. Gasgrill. Gasgrill, ja. Okay, ja, okay. Und ja, ich habe, soll ich sagen, was ich auf die Straße gelassen habe. Ja, war ein das Bett, das Bett. Nee, das war, das Grill ist nur ja, ist ja. Nicht so groß. Ja. Ich habe einen Stuhl von unserem Esstisch gelassen. Einfach stehen lassen, ja. Einfach stehen lassen, weil es passt nicht. Ja, aber gut, aber ihr habt ja noch drei andere Stühle da gehabt. Es ist ja, also genau. Da ist ja, ich finde, das war, so sehe ich. Ich finde, es die richtige Entscheidung. Ein Grill, aber fünf Stühle habt ihr gehabt. Perfekt. Also, wir sind nur zu viert jetzt. Jamie, da muss ich mal Adam recht geben. Da hat er, wie so oft auch auf dem Eis, hat er auch da die richtige Entscheidung, hat er auch dort die richtige Entscheidung getroffen. Trotzdem, Jamie, vielen Dank für deine Fragen. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Wir sind ja, seitdem du hier in Frankfurt bist, seitdem du das Löwentrikot bist, sind wir ja immer Hauptrundensieger geworden. Stimmt. Wer ist dafür hauptsächlich verantwortlich? Oder was ist dafür hauptsächlich verantwortlich, dass in den letzten beiden Jahren, dass wir Hauptrundensieger geworden sind? Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es liegt an viele. Ich glaube, Franz hat in beiden Jahren eine super Mannschaft zusammengestellt. Ja. Und ja, wir haben auch Top-Spieler in jeder Position, ob es im Tor, Sturm oder in Verteidigung geht. Und ja, ich glaube, gute Spiele zu verpflichten ist das eine. Und dass wir Spiele einfach ziemlich gut zusammenpassen. Und das liegt natürlich, und das wollen wir auch festhalten. Und glaub mir, ich bin schon lange in Frankfurt und kann das gut beurteilen. Dafür hast du schon einen großen, großen Anteil dran, dass du diese Mannschaft, diese 25 Verrückten schön unter einen Haufen bringst, dass ihr allen an einem Strang zieht. Das ist schon
das ist schon auch ein großer Verdienst von dir. Das muss ich einfach so sagen. Danke, aber ich glaube, es ist sehr nett, aber hier Kapitän zu sein, ist ziemlich einfach, weil die Jungs, die machen es, die wollen alle gewinnen, das ist die Hauptsache. Und ja, wir passen ja einfach gut zusammen, finde ich. Ja, stimmt. Ist perfekt, so muss es sein. Und du bist nicht nur ein toller Kapitän, du kannst auch überragend singen. Das wissen viele Leute gar nicht. Und wir haben noch einen Karaoke-Clip von der Weihnachtsfeier vom Oberursula Kraftwerk vom letzten Jahr, von der Weihnachtsfeier, haben wir noch einen wunderschönen Clip. Und das würde ich, wenn du einverstanden bist, unseren 100.000 von Zuschauern vom Löwengebrüll, möchte ich das ungern vorenthalten, wenigstens mal kurz reinschalten. Ist es okay? Ja. Bitteschön. Paradise, interpretiert von Adam Mitchell, ein überragender Sänger. Adam. Aber jetzt wird es ernst, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Singen kann jeder. Jetzt geht's zum Löwenpong. Ich bin mal gespannt.
Löwenpong mit Kapitän Adam Mitchell. Ein Meter ist ausgemessen, 5 Versuche hat er. Viel Glück, Adam. Los geht's. 1. Ja, wie du willst. 2. 3. Kante, ja, ganz, ganz knapp. Oh, ja. 4. Das ist jetzt wirklich Pech. Und der letzte. 5. Versuch. Ja, 0 Treffer für Adam Mitchell. Ja, leider 0 Treffer. Da nutzt auch die Kapitänsbinde nichts. Kommen wir schnell noch zu den Ernährungstipps mit David Dubiel. Und da ist garantiert keine Erdnussbutter dabei. Ja, liebe Löwenfans, wieder mal eine Woche vorbei. Heute möchte ich ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und zwar will ich mir den Makronährstoff, das Fett, mal ein bisschen zur Brust nehmen oder euch das ein bisschen näher bringen. Fett wird prinzipiell immer sehr, sehr verschrien. Allerdings zu Unrecht. Fett ist ein sogenannter essentieller Nährstoff. Das heißt, wir brauchen Fette in unserer Ernährung, damit wir überhaupt funktionieren, ohne irgendwie Mangelerscheinungen zu entwickeln. Vor allen Dingen unsere Hormone brauchen Fette, um gut produziert zu werden bzw. auch ihre Aufgabe zu erfüllen. Natürlich gibt es diverse Arten von Fetten. Wir kennen das sogenannte böse Fett, die Transfettsäuren, die meistens bei fritösen oder bei zu heiß geratenem Fett entstehen. Diese sind können zellverändernd wirken und sind dann Auslöser für diverse Krankheiten bis hin zu sogar dem Krebs. Allerdings wirken andere Fettsäuren, wie zum Beispiel die sogenannten gesunden Fettsäuren, zu nennen sind Omega-3-Fettsäuren oder auch Omega-6 und 9-Fettsäuren, die in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Ich denke, Omega-3 ist durch das sogenannte Fischöl sehr, sehr bekannt. Diese helfen euch sogar und sind enorm wichtig, um einen gesunden Körper zu haben, um gesunde Körperfunktionen zu haben und generell keine Mangelerscheinungen, wie vorher schon genannt, zu entwickeln. Wie der Name so sagt, Fischöl findet sich hauptsächlich im fettreichen Fisch, zu nennen ist hierbei der Lachs. Allerdings findet man Omega-3-Säuren auch in Fettquellen wie zum Beispiel der Avocado, wie in Nüssen und so weiter und so fort. Also ihr seht, auch hier ist es nicht nur eine kleine Nahrungsquelle nötig, sondern man hat ein breites Spektrum, man muss nicht unbedingt zu Tier greifen, man kann auch über pflanzliche Lebensmittel das Ganze zu sich führen. Man muss sich dann damit eben beschäftigen, wo was in welcher Art und Weise drin ist. Probiert's aus. Ich empfehle meinen Leuten immer ungefähr pro Kilogramm Körpergewicht so auf 1 Gramm zu kommen. Das heißt, wenn ihr 100 Kilo schwer seid, dann solltet ihr am Tag so ungefähr auf 100 Gramm Fett kommen. Gesunden Fettsäuren. Das heißt nicht, der Gang zum nächsten Schnitzel mit Pommes ist damit abgesegnet, sondern eben über Fisch, über Olivenöl oder zum Beispiel über Nüsse. Viel Spaß dabei. Also Peanut Butter scheint doch gesund zu sein. Fett und Nüsse, alles drin, ja. Ist perfekt. Adam, wir kommen zu 10 Begriffen, 10 Antworten. Begriff Nummer 1, Urlaub. Camping. Machst du Camping? Ja, ja, wir gehen in unser Sommerurlaub, fahren wir Camping hin. Camping hin? Ja. Wohin? Es heißt Camping Teichmann am Edersee. Edersee? Oder in die Nähe von Edersee. Am Edersee. Ja. Komplette Familie? Ja. Wer fährt den Campingwagen? Also den... Ah, wir haben ein Zelt. So ah, Zelt? Ja. Achso. Ach, ihr fahrt mit dem Auto oder heißt das Camping, ja. Ja, okay, ja, Camping, ja, okay. Deutsch ist das was? Ja. Zelten? Nee. Zelten, ja, ist, Zelten ist richtig, richtig? Ja. Aber es gibt ja auch welche, die fahren mit dem Campingwagen. Aber ihr seid im Zelt? Wir sind im Zelt. Perfekt. Spaghetti Bolognese? Selbst gemacht. Die Spaghetti selbst gemacht? Ja, mach ich. Machst jedes du? Mal, ja. Ja. Erst seit Corona-Zeit oder machst du schon immer? Schon immer. Ich habe es von die Mama von die beste Freundin von Jamie kennengelernt, dieses Rezept. Ach, und ja. Es ist saulecker. Ja, ist es gut und ist einfach? Ja, es ist nicht so schwer. Aber okay, ja. Ist es ein Geheimrezept oder können wir es unten einblenden?
Jo, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich muss sie fragen. Musst du fragen, ja. Also wenn Sie es nicht eingeblendet sehen, haben wir es verboten bekommen von der Jamie, genau. Dein Lieblingsort? Port Elgin. Yeah. Port Elgin, Ontario, Canada. Okay, ist klar. Buch? Muss ich sagen, die Chronicles of Narnia. Kennst du das? Chronicles of Narnia ist ein alte Fantasiebücher für Kinder. Ich habe mit Emma die letzten Monate gelesen. Es gibt, glaube ich, 7 Bücher. Gut. Spannend. Ja. Eissporthalle. Was verbindest du mit der Eissporthalle? Riesige Stimme. Okay, ja, Stimmung. Ja, okay. Hast du eine Macke oder ein Tick? Ja, das habe ich auch von Jamie bekommen, weil ich habe nichts dran gedacht. Ja, ich habe so ein gelbes T-Shirt. Ich glaube, die Jamie hat sehr, sehr gute Ideen. Das muss ich kurz noch sagen. Die Jamie hat sehr, 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 sehr gute Ideen. Ich glaube, es war ein Fehler, dass ich die Sendung mit dir gemacht habe. Ich hätte eigentlich lieber mit der Jamie machen müssen. Es wäre viel aufschlussreicher gewesen. Aber jetzt erzähl mal, was hast du für eine Marketing, Entschuldigung. So, ich habe ein gelbes T-Shirt, die vorne drauf steht, Giants of Science. Ja. Und es ist so mein Lucky T-Shirt. Ah, okay. Wie lange hast du das? Seit 20 Jahren. 20 Jahre, ja. Oh, ja. 18, 19 Jahre. Und ich habe es auch getragen, wenn ich Jamie kennengelernt in Landsberg habe. Ah, okay, ja. Und du trägst es heute auch immer noch mal zu irgendeinem besonderen Anlass? Ja, oder? Wenn es ein besonderes Heimspiel gibt, dann trage ich das, das T-Shirt unter meinem Hemd. Ach ja, das finde ich super, super T-Shirts. Ja, okay, super. Frankfurt, was verbindest du mit Frankfurt? Ja, Eishockey. Eishockey, okay, ja. Und die Stadt selbst, gibt es da noch irgendwas? Ja, ich bin nicht so oft in Frankfurt, weil ich wohne in Bad Homburg. Ja, okay, ja. Das ist schön. Römer. Ganz wichtig. Das ist wichtig. Egal, du musst einfach nur den Römer kennen, sonst nichts. Kommen wir zum 8. Begriff Musik. Rock, Classic Rock. Classic Rock, okay. Ja. Okay, gut. Und Sport außer Eishockey? Machst du noch einen anderen Sport außer Eishockey? Ich spiele sehr gern und sehr schlecht Golf. Golf, ja? Ah, okay. Tennis nicht. Leider nicht. Überhaupt gar nicht, ja? Okay. Ja, ja, ich kann, aber, ja, aber nicht. Okay, gut. Ich bin schlecht in Tennis als Golf. Und was ist dein Lieblingsverein? Das ist der letzte Begriff. Dein Lieblingsverein, natürlich außer den Löwen. Ich sage die Toronto Rock. Kennt, glaube ich, in Deutschland keiner. Nee, Sein professioneller Lacrosse-Verein in Toronto. Ah, kennst du Lacrosse? Ja, natürlich, ja. Okay, ja. Aber ich kenne den Verein natürlich nicht. Ja. Auch da wird das Logo natürlich unser lieber Sebastian hinter der Kamera, der sich schon freut, wird das Logo mal raussuchen, mal einblenden, damit die Leute wissen, wie es ist. Adam, lieben Dank, dass es endlich geklappt hat, dass du zu mir in die Sendung gekommen bist. Und ich möchte dir und deine Familie, eigentlich eher für Jamie, will ich dir diesen kleinen Bämbel mitgeben zu Hause für den Apfelwein und freue mich drauf, dass es bald wieder losgeht mit unserer Saison und dass du weiterhin so spielst und so hier auftrittst wie in den letzten Jahren. Vielen, vielen lieben Dank, Adam Mitchell. Danke. Danke. Nicht vergessen, 31. Juli ist die Deadline für den Vorteilspreis der Dauerkarte. Wir haben 2020 und wollen 2020 Dauerkarten jetzt bestellen. Der Gewinner der letzten Sendung wird hier unten eingeblendet. Und wenn ihr nicht dabei seid, schaut euch den Tipp an von unserer Nathalie. Hi zusammen. Ab jetzt heißt es keine lange Schlüsselsuche mehr, denn ich zeige euch heute den Löwenschlüsselanhänger und der ist so groß, da findet ihr ihn ganz sicher bei jedem Chaos. Habe ich selbst getestet. Also Löwen Online-Shop, Schlüsselanhänger, viel Spaß. Ein wahrer Geheimtipp von der Nathalie. Und ein weiterer Tipp ist von unserem Partner Hyundai Powered by Euler. Ja, so schnell geht die Sendung vorbei. Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche.